Die Emotion Future kommt bald auf den Markt. Ich konnte sie mir schon angucken. Und ob die Emotion Future für richtige Pfeifen das sein kann, was die Emotion Roam schon für Travel Pfeifen ist, das gucken wir uns heute in diesem Review an. Aber zuerst, wie immer, die Cinematics. Schön, dass wir endlich mal wieder eine neue Pfeife zum Reviewen bekommen. Und dann, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante. Wir haben weder besonders viele Blow-Offs, noch ausgefeilte technische Neuerungen, noch sonst irgendwelche schlagkräftigen Argumente für diese Pfeife. Aber wir haben einfach mal wieder eine neue Pfeife, die, wie ich finde, verdammt geil aussieht, mit einem sehr eigenen Design kommt und die Designsprache von Emotion super weiterführt. Ob die Pfeife abgesehen davon aber auch eine gute Pfeife ist, das wollen wir uns heute in unserem Review angucken. Und wie immer machen wir das anhand von unseren Review-Kategorien, Qualität und Verarbeitung, Optik bzw. Design und abgeschlossen noch mit der wichtigsten Kategorie, das Rauchverhalten. Bevor wir aber mit den Kategorien einsteigen, erstmal noch ein paar Daten und Fakten zu der Pfeife. Fun Fact für Reviewer, falls man mal die Daten und Fakten vergessen sollte, stehen ein paar von den Maßen auf jeden Fall schon mal auf der Pfeife selbst. Am wichtigsten wäre dann natürlich zu Anfang der Preis. 170 Euro kostet die Emotion Future, da ist schon einmal das Season 1 Mundstück von Emotion dabei und ein gleichfarbiger Schlauch sowie zweimal die Mose Perfect Fit Dichtung für die Bowl und eine Kopfdichtung auch in derselben Farbe. Von den Bowl Dichtungen bin ich ein sehr großer Freund. Wie gesagt, in zwei verschiedenen Größen. Vielleicht habt ihr es auch schon im Unboxing gesehen. Manche Bowls fallen ein bisschen größer aus von dem Durchmesser hier oben, andere ein bisschen kleiner. Mit dem Perfect Fit Dichtungsset habt ihr da schon mal zwei dabei, sodass das Ganze wunderbar passen sollte. So großer Fan ich auch von der Bowl Dichtung bin, ein so kleiner Fan bin ich von der Kopfdichtung, weil da muss ich sagen, ist es für mich einfach immer noch die Good Old Kautschukdichtung, die immer am besten hält. Jetzt hier oben mit dem Mose Epos drauf, hält das Ganze wunderbar und was halt extrem geil ist, ist, dass das Ganze farblich abgestimmt ist. Speaking of Farben, die Pfeife gibt es in fünf verschiedenen Farben. Drei davon kennen wir ja schon von der Emotion Roam, die erste Pfeife, die von Emotion kam, eine kleine Travel-Pfeife. Da gab es einmal Lime, Mauve, ich hoffe immer noch, dass ich das richtig ausspreche, und Stone. Jetzt gibt es von der Future fünf Farben, heißt es kommen noch zwei dazu, und zwar ist einmal noch dazu gekommen Sky und diese Farbe Rouge, die ich am Anfang fälschlicherweise Rogue genannt habe. Und ich finde immer noch, dass Rogue ein ziemlich cooler Name wäre. Aber sie heißt Rouge und ist eben ein blasses Pink, blasses Rot-Pink-ish. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und passt auch perfekt in das Line-Up von den bekannten Farben von Emotion. Die Pfeife ist, by the way, bis zum Kopfadapter 42 cm hoch. Bedeutet, dass wir eine nicht super kleine, aber definitiv auch keine große Pfeife haben. Was für mich persönlich aber extrem geil ist. Weil ich mag tendenziell kleinere Pfeifen sehr, sehr gerne. Allerdings mag ich es auch nicht, wenn sie immer super klein werden. Das heißt, die 42 cm von der Future finde ich sehr, sehr angenehm und haben irgendwie einfach was für sich. So, bevor wir aber weiter rumquatschen, würde ich sagen, hangeln wir uns an unseren normalen Review-Punkten entlang. Kommen wir zu Qualität und Verarbeitung. Was die Materialien angeht, ist das relativ ähnlich zu ihrem kleinen Bruder, der Emotion Roam. Wir haben wieder das gewohnte Soft-Touch-Plastikmaterial. Wir haben hier ein Acrylglas, haben wieder V2er Edelstahl an Base, innere Rauchsäule, Tauchrohr, Teller, Kopfadapter und Co. Das alles sehr, sehr gut. Ich habe keine Kratzer da dran. Ich habe keine Unreinheiten an den Soft-Touch-Plastik-Parts. Ich habe keine Probleme mit dem Gewinde, außer mit einer Kleinigkeit. Und ich kann schon mal vorweg spoilern, dass es der einzige Kritikpunkt ist, den ich an der Future habe. Und zwar ist das dieses Teil hier. Das hier ist die Tauchrohrverlängerung, die übrigens auch bei den 170 Euro mit im Lieferumfang inkludiert ist. Das Teil funktioniert an sich wunderbar. Ich habe keine scharfen Kanten. Das Gewinde ist super schön geschnitten. Aber dadurch, dass wir hier diese komische Verjüngung haben im Rohr, ist es manchmal ein bisschen tricky, den perfekten Ansatz vom Gewinde zu finden. Wenn man den findet, schraubt sich das wunderbar und man hat keine Probleme. Aber es ist manchmal ein bisschen fummelig.
Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, dass man dieses Teil jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag an- und abschrauben wird. Meistens wird die Pfeife bei euch hier auf einer Bowl laufen und dann ist das Ding hier entweder dran oder ab und dann switcht man irgendwann und dann ist das mal wieder eine Zeit lang so. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall sagen. Auch der Diffusor, der mit demselben Prinzip befestigt wird, ist manchmal ein kleines bisschen fummelig zum Auf- oder Abschrauben, aber ansonsten hat mich das nicht weiter großartig gestört. Und wenn das das Einzige ist, was ich zum Meckern finde an der Pfeife, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Aber abgesehen davon, die Gewinde sind wie gesagt sauber geschnitten, keine Kratzer. Ich hatte eine Mini-Blase in der Bowl. Das kann bei Bowls leider vorkommen. Mich stört es nicht weiter. Wenn das zu extrem wird, kann man mit Sicherheit dem Support schreiben. Habe ich bei meinem Exemplar aber jetzt nicht für nötig befunden. Alles in allem kann man also sagen, die Materialien waren schon für die Emotion Roam super cool und das Ganze jetzt übertragen auf die Future macht einen noch geileren Eindruck für mich persönlich und deswegen bin ich happy mit. Verarbeitung und Qualität also sehr zufriedenstellend. Und damit können wir zu unserer nächsten Kategorie kommen und das ist, finde ich, mit Abstand die wichtigste Kategorie bei dieser Pfeife, Design. Und so wenig wie diese Pfeife mit technischen Features, mit vielen Blow-Offs oder sonstigen Kladderadatsch glänzen kann, so sehr glänzt für mich diese Pfeife mit ihrem Design. Wir haben ein Sci-Fi-orientiertes, super futuristisches Design und ich lieb's. Ich habe die Farbe schon bei der Emotion Roam geliebt und so lieb ich sie eben auch bei der Future. Ich finde diese Pastelltöne unglaublich schön. Das Ganze kombiniert mit neuen Materialien, die wir bis jetzt noch nicht bei einer Pfeife gesehen haben, abgesehen von den kleinen Emotion Roams. Ich finde das super nice. Dieses Plexiglas-Röhrchen, was über dem Sleeve hier liegt, sieht super nice aus. Die Designelemente, die aufgedruckt sind und überall wiederfindbar sind, finde ich super nice. Das Lasering auf dem Teller sieht super cool aus. Also optisch ist diese Pfeife für mich persönlich, und das ist immer subjektiv, da müsst ihr selbst wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Für mich persönlich ist diese Pfeife eine ganz klare 10 von 10. Ein kleiner anderer Punkt beim Design ist natürlich, wie wunderschön sich die Designsprache von Emotion durch alle Accessories durchzieht. Ihr habt das Mundstück, wie gesagt, mit dabei, ihr habt den Schlauch, wie gesagt, mit dabei und auch die Bowl-Dichtung sowie die Kopfdichtung sind mit am Start und sind in derselben Farbe. Und das sorgt einfach dafür, dass die Sets, die dann am Ende des Tages auf dem Tisch stehen, für mich persönlich unglaublich stimmig wirken. Allein, dass das Ganze von der Bowl-Dichtung, Kopfadapter, Rauchsäule, Schlauch und Mundstück farblich abgestimmt ist, wirkt einfach sehr nice, wirkt sehr durchdacht und ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Bevor Mose mit dem Perfect Fit Set auf den Markt gekommen ist, hatten wir immer einfach nur entweder Clear oder so ein komisches Weiß oder ein komisches Schwarz und dann hat er so eine weiße oder eine schwarze Bowl-Dichtung durchgeglänzt und das war teilweise ein bisschen schade. Aber dann haben sich zum Beispiel auch Blogger große Mühe gegeben, schön farblich abgestimmte Sets auf den Tisch zu stellen und dass das jetzt schon mit dabei ist bei den Pfeifen, ist umso cooler. Und das finde ich nice. Ich liebe die leicht abgerundeten Kanten von der Base, den Übergang zu diesem Plexiglas-Röhrchen und natürlich die Farben, die leicht eingearbeiteten Punkte, die das Ganze nochmal ein bisschen plastischer wirken lassen. Und ich persönlich bin sowieso der Meinung, dass wir dieses ganze Blow-Off-Game mittlerweile durchgespielt haben. Wir haben Pfeifen mit 5 Blow-Offs, wir haben Pfeifen mit 10 Blow-Offs, 18 Blow-Offs, über 20 Blow-Offs und ich stelle sie fast nie um. Meistens benutze ich einen Blow-Off, den schönsten, den ich finden kann und bei dem bleibe ich zu 99,9% der Zeit und außer wenn jemand mal im Stream fragt, kannst du mal den, kannst du mal so Blow-Off, kannst du mal hier, ich ändere es nicht. Und ich muss sagen, mittlerweile reicht mir das auch einfach wieder. Und die Pfeife hat einen schönen Blow-Off und der sieht gut aus und das ist auch okay für mich. Wenn ihr Blow-Offs wollt, ist das mehr wie nicht eure Pfeife. Aber wenn ihr so seid wie ich und sagt, hast du recht, Marv, Blow-Offs ist schön, ich habe eine Pfeife, die hat 378 Blow-Offs und ich benutze auch nur 2, dann wird euch das genauso wenig stören, dass die Pfeife nur einen Blow-Off hat wie mich. Und ich zeige euch jetzt noch den Blow-Off. Und der ist basic. Es ist einfach von der Base der Rauchsäule entlang nach oben, gebrochen durch den Teller. Aber er ist schön und er ist voll und er funktioniert gut. Da kommen wir dann gleich nochmal im Rauchverhalten drauf. Long story short, mir reicht der. Und abgesehen davon, die Bowl, die mit dabei ist, finde ich auch cool. Sie ist ein klein wenig höher als normale kleine Bowls, die wir so mit dabei haben. Es ist eine Standard-Bowl, das heißt, man sollte jetzt kein Wunder an Verarbeitung. Es ist kein Bleikristallglas von Caesar, aber es ist eine schöne und eine wohlgeformte Bowl, die mit dabei ist. Die Pfeife passt aber trotzdem auf kleine normale Bowls, so wie ihr auch zum Beispiel hier seht, mit der Tauchrauchverlängerung auf größere Bowls. Und dadurch, dass die Pfeife ein bisschen höher ist, als kleine Pfeifen in der Regel sind, passt sie meiner Meinung nach von den Proportionen auch immer noch ganz gut auf eine große Bowl. Aber auch das wird wieder Geschmackssache sein. Die Verlängerung für das Tauchrohr ist mit dabei. Wenn das jemand möchte, kann er es machen. Wenn nicht, dann nicht.
Eine Sache will ich noch beim Design hervorheben und das ist, dass diese Pfeife überdurchschnittlich wertig wirkt. Wenn man allein den Teller auspackt und dieses massive Stück Metall in der Hand hat und das Gewicht von dem Metall spürt, ist das einfach irgendwie beeindruckend. Und das zieht sich auch durch das gesamte Konzept von dieser Pfeife. Vielleicht mit Ausnahme von den Gewinden, die wie gesagt manchmal ein kleines bisschen fummelig sind bei der Tauchrohrverlängerung oder dem Diffusor. Aber wie gesagt, die bleiben bei mir eh meistens so, wie sie sind. Das heißt, beim Design, ich bleibe dabei, für mich ist diese Pfeife einfach eine 10 von 10. Auch der Blow-Off ist schön, wenn auch basic, aber gut umgesetzt, schön voll und einfach zu benutzen. Aber dafür müssen wir noch über den wichtigsten Punkt reden, das Rauchverhalten. So, Rauchverhalten. Wie gesagt, ich habe mir hier gerade den Mose Epos angemacht, obendrauf den Onmo HMD, also ein Setup, was ich schon sehr, sehr oft so geraucht habe. Auch die Kombination von Fuck Your Life Zitrone Minze und Must-Have Kiwi Smoothie habe ich wohl schon des Öfteren geraucht. Jetzt aber das Ganze auf der Emotion Future. Der Durchzug ist meiner Meinung nach sehr gut. Er ist nicht ganz auf dem Level von der Edition 4 Lounge, aber er ist schon wirklich verdammt nah dran. Wenn ich der Edition 4 Lounge also 9,5 Punkten gebe, dann würde ich der Emotion Roam gerne 9,25 Punkte geben. Beziehungsweise machen wir eigentlich meistens nicht 0,25 Stellen. Sagen wir, sie kriegt eine solide 9, was wirklich ein sehr, sehr guter Durchzug ist. Wenn ihr das Ganze mit einem Mehrloch raucht und auf Abstand baut und schön fluffig, dann ist der Durchzug nahezu wie atmen. Wenn man einen Funnel raucht mit Kontakt, dann hat das Ganze noch diesen gewissen Widerstand, den ich aber tatsächlich auch sehr gerne mag bei einer Pfeife. Long story short, Durchzug ist für mich absolut on point, der ist nahezu perfekt, der ist genau das, was ich möchte, wenn ich einen Funnel mit Kontakt rauche. Wie ich beim Unboxing schon erwähnt habe, haben wir natürlich auch ein Closed Chamber System, das heißt, wenn ich hier reinpuste, dann wird der Rauch direkt nach unten in die Bowl geleitet, anstatt schräg reinzuleiten, bringt, dass wir schneller den Rauch aus unserer Bowl entlüften können. Manchen Leuten ist das wichtig, dass der Rauch aus der Bowl verschwindet, das ist für mich aber gar nicht der wichtigste Punkt. Der für mich wichtigere Punkt bei einem Closed Chamber ist der, dass wir mehr Druck und mehr Rauch auf den Blow-Off ausüben können, dadurch, dass wir auch den ganzen Rauch aus der Bowl raushebeln. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Erstmal Closed Chamber kurz präsentiert. Nach einem halben Puster ist das ganze Ding schon frei. Bei einer normalen Pfeife müsste man wahrscheinlich 10, 15 mal pusten und dann würde sich wahrscheinlich so viel Rauch hier aus der Bowl verabschieden. Jetzt aber, wie gesagt, für mich der viel wichtigere Punkt an einem Closed Chamber System. Wenn ich jetzt ziehe und entlüfte, haben wir viel, viel mehr Rauchvolumen in dem Blow-Off. By the way, wenn euer Blow-Off nicht so cool aussieht oder so voll aussieht wie bei mir, ich mache das immer so, dass ich einen vollen Zug nehme und mit dem Rauch in der Lunge direkt wieder ins Mundstück puste, sodass nicht nur der Rauch, der in der Bowl steht, sondern auch der Rauch, der in meiner Lunge ist, noch aus dem Blow-Off rausgeht. Und dann sieht der Blow-Off auch schön voll aus. Anzugverhalten ist natürlich bei einer kleinen Pfeife auch immer gut. Die paar Zentimeter mehr, sagen wir mal, eine kleine Pfeife hat in der Regel so 35 bis 38 Zentimeter und die Emotion hat jetzt ungefähr 42 Zentimeter. Die paar Zentimeter, die da oben drauf kommen, spürt man beim Anzug ehrlich gesagt fast gar nicht. Das heißt, der Weg vom Kopf bis zu uns in die Lunge ist ein wenig kleiner als bei einer großen Pfeife. Aber auf den Gesamtweg, den der Rauch eben gehen muss, ist das eben auch nicht der größte Unterschied der Welt. Aber Anzug und Durchzug, beides sehr, sehr gut. Und wie gesagt, 9 von 10 Punkten auf der Durchzugsskala, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Bleibt uns nur noch eine kleine Zusammenfassung am Ende, ein kleines Fazit und für wen diese Pfeife maybe gut ist. In erster Linie bin ich einfach froh, dass wir endlich wieder neuen Wind auf dem Shisha-Markt haben. In der Post-Corona-Krise war es ja jetzt doch ein wenig ruhiger. Es sind nicht so viele neue Produkte auf den Markt gekommen und allein deshalb bin ich schon froh, dass wir die Emotion Future jetzt haben. Aber auch davon abgesehen ist es eine Pfeife, die für mich wieder nicht mit technischer Finesse überzeugt, aber mit einem grundsoliden Paket daherkommt, mit einem unglaublich schönen Design am Start ist und einfach ein gutes Rauchverhalten hat. Und genau so ein Paket habe ich mir jetzt schon länger mal wieder gewünscht. Und ich finde es geil, dass die Emotion Future da mehr so mit diesem russischen Flair daherkommt, einfach ein besonderes Design, schon fast ein Design-Statement zu setzen, das Ganze mit einem coolen Rauchverhalten kombinieren, aber trotzdem nicht die deutsche Qualität, die wir so oft auf unserem Markt haben, vor allem im Vergleich mit anderen Shisha-Märkten wie Spanien, Russland und Co., aus den Augen verliert. Und für mich ist es ein sehr, sehr cooles Set. Und wenn wir den Preis von dem Mundstück und von dem farbigen Schlauch und dem Mose Perfect Fit Set abziehen, dann ist die Pfeife sogar genau genommen günstiger als viele andere Pfeifen in derselben Rubrik. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir die Emotion Future haben. Ich bin gespannt, was ihr zu der Pfeife sagt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis bald, eure Shisha WG.